Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alice Madness Returns. Wir sind beim letzten Mal hier hinter diesem Secret gewesen. Mit diesem Stein, der dann verschwunden ist. Und schauen dann jetzt mal, was uns hinter dieser Ecke hier erwartet. Oh, ob das so eine gute Idee war. Ich weiß. Oh, Gott sei Dank. Hilfe! Hilfe! Ja. Nee? Sehe ich jetzt irgendwie so gar nicht, Freunde. Warum? War doch alles so schön hier. Huch. Huch! Schon mal gesagt, dass ich so Jump-Run-Sessions. Wo ist er? Da oben, ich sehe ihn. Den treffe ich so nicht, ne? Scheiße. Gut. Dann rüber und da ist er. Kriege ich ihn nicht schon von hier aus? Das wäre doch schon. Nein, natürlich nicht. Gut, dann wollen wir mal schauen. Nö! Das ist ja auch gar nicht unfair. Ups. Gar nicht unfair, wenn man hier hinter so einem komischen Schlabberzeug hier landet. Da oben ist ein Secret, sehe ich gerade. Da will ich noch hin. Das will ich kriegen. Ich weiß nur noch nicht wie. Da müssen. Okay, da oben müssen wir dann wohl hin. Hopp. Landen wir erstmal hier in den Baum. Darüber und dann da hinten rüber. Okay. Oh, das ist aber ganz schön weit weg hier. Kann man den nicht ein bisschen weiter zum Rand schieben? Cool. Boah, auf Anhieb geschafft. Ist das Wahnsinn. Ich bin gerade ein bisschen von mir selbst begeistert. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuperich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Und wie das passt. Im Wunderland passt sowas alles. Immer diese Seelenklimpner! Scheiße! Fuck! Ich sagte doch, ich hasse dieses Jump'n'Run-Zeugs. Schnell weiter. Jetzt den richtigen Weg. Die Erinnerung haben wir aber jetzt da hinten. Ja, cool. Was? Oh nein. Da stürzen die Bäume ein. Da hinten sehe ich was Lustiges. Da ist schon wieder dieses spooky Kind. Da! Halt! Bleib stehen! Ja. Scheiße. Ah, komm! Oh, fuck you! Da müssen wir jetzt hier ein bisschen brutaler durch die Gegend rennen. Einfach sinnlos drauf. Na, ab in seinem Kopf. Nein. Jetzt aber. Nein, nein, nein.
Ah, Erdbeben, warum? So, euch schon mal. So, ah, Gott sei Dank, geschafft. Hohler Jan. Lies diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnung mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Ach, dafür brauchen wir die Zähne. Na, das, Freunde, ist ja mal sehr schön, die Sachen aufzubessern. So. Die Vorpalklinge. 150 Zähne kostet da die erste Stufe und für die Pfeffermühle 475. Die haben wir natürlich nicht. Wir nehmen aber direkt mal die Vorpalklinge. Ja, kriegst deine 150 Zähne. Hat sich jetzt nicht viel verbessert. Schauen wir mal, was hier. Oh nein, sonst ist hier. Nein! Scheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Ich schätze, das ist sein Untergang. Also was kann man doch nicht mögen? Hier ist noch eine Flasche. Kein Gegner, das ist sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Schauen wir doch jetzt mal hier richtig erstmal. Tränental-Spiegelbahn. Ups, da falscher Knopf. Tränental-Spiegelbahn. Ja gut, hier war dann mal ein Zug. Da oben ist noch so ein lustiger Kessel. Ja, schade, dass der Zug jetzt weg... Oh, immer diese Erdbeben hier, ich hasse es. Dann sammeln wir uns hier nochmal so ein paar Zähnchen. Wahnsinn. Unfassbar, wie sich... das Unterland zerstört wird. Hier war sonst jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder war hier noch irgendwo was? Wenn man klein wird. Da oben die Flasche haben wir uns geholt. Ach, da sind noch Schneckenhäuser. Die nehmen wir uns natürlich auch noch mit. So. Ansonsten ist hier nichts mehr. Gut, dann auf geht's. Auf geht's den Gleisen hinterher. Ja, schade um den schönen Zug. Kann man die. Was mich aber auch ein bisschen wundert, das Unterland hat keinen Boden. Ja, immer wenn man runterguckt, da ist nur irgendwann quasi Wolken und Ende. Gehen wir mal hier lustig mit den. Upsa. Boah, dieses Gewackel dabei. Ohohohoho. Ohoho. Und da ist schon wieder dieses spooky Kind. Ich hasse es. Ich hasse dieses Kind. Nein! Nein! Ich denke, man kann so oft schweben und springen, wie man lustig ist. Jetzt aber richtig. Ah, habt ihr gesehen? Aber irgendwann ist auch das mit dem Schweben Ende. Dann kommen die roten Schmetterlinge. Ist. Mistvieh. Ah, die Warpalklinge leuchtet blau. Das ist so cool. Ja gut, dann gibt es wohl scheinbar nur noch einen Weg. Super. Gefällt mir gar nicht. In dunkle Abgründe rennen. Was ist das denn hier? Huch. Oh, eine kleine Rutsche wieder. Okay. Teetassen. Teetassen. Und das, Freunde, sieht mächtig nach Kampf aus hier. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, da unten ist eine freie Fläche. Hier oben ist alles über diese Fahnen. Ja, wie das weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao.